Hi YouTube, hier ist Mimi und das ist das erste Video zu meiner neuen Reihe Film der Woche, in der ich euch jede Woche einen neuen Filmtipp geben werde von einem Film, den ich super finde. Also ich werde mir jede Woche Filme angucken, wie ich das sonst auch so mache und dann, wenn ich einen guten finde, euch den sofort mitteilen. In dieser Woche ist das Nightcrawler, das ist ein Thriller mit Jake Gyllenhaal. Er spielte einen jungen Mann, der auf Jobsuche ist. Und durch Zufall kommt er dazu, Unfalltatorte oder Verbrechenstatorte zu filmen und das Material dann an die Medien zu verkaufen. Man merkt ziemlich schnell, also eigentlich gleich von Anfang, dass der nicht ganz, dass bei dem irgendwas nicht richtig läuft, also bei diesen Typen. Und das wird über den Film immer offensichtlicher und offensichtlicher. Jake Gyllenhaal hat eine super Performance hingelegt in dem Film. Er ist ja normalerweise immer so der Held, der Gute. Und in diesem Film spielt er diesen, ich würde sagen, ist ein Soziopath. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wie er das rüberbringt, ist der Wahnsinn. Er hat ja diese riesigen Augen. Und es werden auf Großaufnahmen von seinen Augen gemacht und wenn man da reinguckt, da ist nichts drin. Man hat das Gefühl, der Typ hat gar keine Seele und dann hat er immer dieses komische Grinsen, was einem so einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt. Und wie gesagt, das wird am Anfang filmt er diese Sachen noch und später fängt er an mit einzugreifen. Ich werde euch nicht erzählen, was genau er immer macht. Oder er, ja, was genau er macht, weil ihr euch ja den Film angucken sollt. Ich möchte nichts verraten, kein Spoiler-Alarm. Aber auf jeden Fall ist das ein Film, der einen zum Nachdenken bringt, was für mich immer sehr wichtig ist, dass man danach noch über den Film nachdenkt oder auch über die gewisse Frage, die in einem Film gestellt wird. Aber ansonsten ist es ein perfekter Thriller, der euch von Anfang bis Ende fesseln wird. Ihr werdet nicht zwischendurch irgendwie aufs Handy gucken oder Nachrichten schreiben. Also habe ich zumindest nicht gemacht. Ich war von Anfang bis Ende total gebannt und habe auf den Bildschirm geguckt. Ich habe Angst gehabt teilweise, wirklich. Und wenn ein Film so Gefühle hervorruft, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Deswegen ist Nightcrawler diese Woche mein Tipp. Ich werde den Trailer unten verlinken, damit ihr ihn euch gleich sofort angucken könnt. Wenn ihr weitere Filmtipps haben möchtet, dann werde ich unten auch die Playliste zu dieser neuen Serie von mir verlinken. Und wenn ihr ansonsten wissen wollt, was noch so läuft, dann einfach den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Oh Gott, bei dem läuft irgendwas schief. Oh mein Gott, das kann ja nicht noch schlimmer werden. Und ihr seid gespannt und ihr habt Angst.